Ich habe aber noch nichts davon gebaut. Hat Friedhelm schon gebaut? Gib mir. Da bist du nicht so freigiebig, ne? Ja, ja, ich sehe schon. Huch. Ah, ich sehe nichts. Hilfe. Ah, das ist immer schrecklich. Dann gehen wir hier nochmal hoch, aber hier waren wir ja eigentlich schon, ne? Aber hier ist nochmal ein neuer gekommen. Guck an, du. Zack. Dankeschön, Yves. Jetzt können wir mal rüber ins Grüne. 32.000 haben wir. Also man könnte da schon wieder was frei machen. Ah, es dauert zu lange, bis die gelevelt hat, ne? Es dauert echt zu lange. Sonst machen wir das einfach ohne ihr Wissen. Also ohne, dass sie das Level hat. Ich glaube, wir brauchen aber Schimmer, die es nur in den Reichen gibt. Och, das ist ja wieder, so ein Ding, ne? Oha, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier los? Yves, was ist hier los, hm? Die blaue Kiste haben wir heute auch noch nicht gefunden, ne? Wie eine Urne. Stehen hier aber auch ungünstig, die Teile. Das ist ja wirklich nicht mehr schön hier. Zack, 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 zack. Ich nehme wir auch mal mit. Du bist zu selten. So. Den nehmen wir jetzt mal nicht mit. Den... Der kann da auch stehen bleiben, aber dich nehmen wir mit. Ach so, die brauche ich ja nicht gießen, aber ich brauche den hier. Da müssen wir da hoch, ne? Ja, da gehen wir hoch. Yves, komm mit. Wir müssen mal hier hoch, ein bisschen hier mal gucken, wo hier was ist. Zack. Heute sind wieder erstaunlich viele hier, ne? Muss ich jetzt mal so feststellen. Dort entlang. Da nach oben. Kommen wir da denn schon hoch? Ja, da kommen wir hoch, oder? Hallo Rapunzel. Schön, dich zu sehen. Wer hätte gedacht, dass es so viele verschiedene Arten an Blumen und Bäumen gibt? Ja, wer hätte das denn gedacht? Oh nein. Geschafft. Hat denn Rapunzel oder Mr. Bombastic eine Quest? Ne, Mr. Bombastic ist Level... Aber den könnte man schnell questen, ne? Der ist noch Level 1. Den kriegt man noch schnell hoch, ne? Den kriegt man noch schnell hoch. Also, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Otter! Hallo, Kleine. Hast du das gesehen? Wo müssen wir denn hier hin? Bei Mr. Bombastic könnte es echt klappen, wenn wir dem mal das Ohr voll sabbeln. Der ist ja gerade mal ein Stückchen über 1, ne? Eieieiei. Bubble Tea mit Melone, Teile zum Basteln und rote Kannenpflanze. Oh, wir sind gerade in dem richtigen Gebiet für die rote Kannenpflanze. Können wir ja gleich mal kicken, ob wir da was finden, ne? Hi Merlin. Nein, ich will mich jetzt nicht mit Jack beschäftigen. Nein, Jack möchte ich jetzt nicht mich mit beschäftigen.
Hier ist alles schon weg. Hier ist auch schon alles weg. Da ist eine rote Kannenpflanze. Die nehmen wir mal gleich mit. Huch. Warte. Kannenpflanze gleich. Geht sofort los. Ich liebe es, zu den Sternen hinaufzusehen. Ah. So. Da habe ich sie gesehen. Zack. So, dann müssen wir mal gucken, wo Gaston rumkreucht und fleucht. Mr. Bombastic. Es ist ein geiler Name, ganz ehrlich. Der ist... Ah. Mr. Bombastic. Da, im Restaurant. Bei Remy im Restaurant. Oh Gott, wenn man den da schon sitzen sieht, ne, ganz ehrlich. Ei, der Daus. Du freust dich sehr, mich kennenzulernen, ich weiß. Hi, Gaston. Ah. Guten Tag, Andrina. Ah. Hast du Belle gesehen? Was willst du von Belle? Ah. Nun, ich denke, es kann nicht schaden, es dir zu sagen. Ich fürchte, Belle ist in großer Gefahr. Aha. Sie braucht jemanden, der sie davon abhält, einen schrecklichen Weg einzuschlagen. Ah. Einen, der mit Büchern gefüllt ist. Diese Dinger sind voller Ideen, weißt du? Ja, davon solltest du mal ganz viele essen oder lesen. Davon würde ich dir abraten. Was? Warum? Ah. Andrina, ich bin Gaston. Schau mich einfach mal an. Okay, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay, das hat noch nicht gereicht. Anquatschen reicht noch nicht. Freust du dich, mich zu sehen? Auf gar keinen Fall. Aber ich habe mal eine rote Kannenpflanze für dich hier. Zack. Und schon ist er Level 2. Das ist würdig für Gaston. Oh Gott. Ach. Und er kriegt auch die Zeitveränderung reingedrückt. Nicht wahr? So. Aber ein Dings hat er immer noch nicht. Eine Quest. Warum nicht? Doch hier. Erziele Fortschritte mit der... Ah, wir brauchen damit Fortschritte bei Rapunzel. Haben wir doch. Freundschaft aufwerten. Der Hain haben wir. Aber warum hat er jetzt keine Aufgabe für mich? Wie hast du dich eingelebt, Gaston? Brauchst du Hilfe bei irgendwas? Nun, ich brauche nie eine helfende Hand. Aber du könntest trotzdem eine gebrauchen. Andrina, ich versichere dir, alles, was ich machen will, mache ich mit Bravour. Gelingt es dir, höflich zu sein? Natürlich, aber Höflichkeit wird überbewertet. Ich muss sagen, ich bin von der Community überhaupt nicht beeindruckt. Na klar, es gibt immer etwas zu verbessern. Gibt es etwas, das dir helfen würde, dich noch wohler zu fühlen? Ah, auf jeden Fall. Angemessene Anbetung. Eimerweise Lob. Und vor allem einen Ort, an dem ich das alles passieren kann. Du brauchst einen besonderen Ort dafür? Ja! Ich sehe schon vor mir eine rustikale Hütte. Meine neueste Beute, die über dem Feuer gebraten wird. Und ich in der Mitte zwischen meinen bewundernden Fans. Ja, ich bin mir sicher, was die neueste Beute angeht. Aber ich kann dir helfen, eine Hütte zu bauen. Normalerweise kümmert sich Le Fou um solche Dinge. Aber da er nicht hier ist, könntest du wohl ein Ersatz für ihn sein. Wie nett von dir.
Ich bin nett, nicht wahr? Und du bist... Ich habe vor langer Zeit eine Hütte in der Ödnis gebaut. Treffen wir uns dort. Ich will dir zeigen, wie es nach meiner Zeit in der Wüste aussieht. Ja, geht doch. Komm, Eve, wir gehen. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Nein, wir brauchen jetzt keine Hilfe. Wir gehen jetzt in die Ödnis. Jack Skellington geht mir gerade etwas zu sehr auf den Zünder, obwohl ich habe einen Idioten mit dem anderen ausgetauscht. Ödnis. Da müssen wir hin, ne? Komm. Oh, noch ein Bärchen essen hier. So. Oh, wir haben hier ein blaues Säckchen. Guck mal. Goldlila Armbanduhr. Und sie ist neu. Guck. Sehr schön. Bei Disney gibt es keinen Psychiater, wenn ich mich nicht irre. Leider nein. Könnt ihr den Job ja übernehmen, aber... nein. Nein, 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 nein. So. Hütte, hier. Wo ist er denn? Ist er drin? Ach komm. Warte mal, au, da war eine schwarze. Egal. So. Och, er steht schon hier drin. Schau dir diesen Ort an. Ein bisschen renovierungsbedürftig, aber nicht so schlimm. Genau das habe ich auch gedacht. Das wird ein bisschen Arbeit einfordern. Normalerweise würde ich LeFou sagen, dass er die Dinge regeln soll. Aber... Gaston, hallo. Oh, was habe ich gerade gesagt? Renovierungen. Genau. Zuerst müssen wir den ganzen Sand wegräumen und etwas mit meinem Porträt machen. Es ist eine Beleidigung, dass es sich in einem solchen Zustand befindet. Versuche es mit deiner schicken Sanduhr und lass mich wissen, wenn du fertig bist. Du hilfst nicht? Ich beaufsichtige die Arbeit. Das hilft. Also gut, es ist an der Zeit, an die Arbeit zu gehen. Dein Ernst? Warum immer ich, Herr im Himmel? Den Sand schaufel ich bestimmt mit der Schaufel weg, oder? Ja, habe ich doch gewusst. Zack. Also wir schaufeln ihn hier weg, um ihn uns in die Hosentasche zu stecken. Warte mal, wir nehmen mal die Aufgabe als aktive Aufgabe. So. Stelle das zerstörerische Porträt wieder her. Welches Porträt? Ach, das da. Warte. Interagieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles erledigt. Was hältst du jetzt davon? Oh nein, das ist nicht richtig. Das ist ganz und gar nicht richtig. Hey, ich habe hart gearbeitet, um das aufzuräumen. Hast du? Oh, ich nehme an, hast du. Also mal sehen. Ja. Die ganze Hütte muss eingerichtet und sorgfältig renoviert werden. Sag mal, betreibt mein alter Freund Dagobert Duck immer noch seinen Laden? Du bist mit ihm befreundet? Ja, natürlich. Wir werden beide für unsere Gerissenheit und unsere Einstellung lass nichts unversucht bewundert. Ich denke, das ergibt Sinn. Er hat mich finanziert, bevor ich das Tal verließ. Ich bin sicher, er würde wieder in mich investieren wollen. Bring ihm Alexandrit, Jade und Spinell mit. Er sollte sich freuen, diese neuen Projekte zu finanzieren. Ich glaube, wenn ich mich jemals entschließen sollte, Gaston zu leveln, brauche ich sehr viel Beruhigungstee. Also solltest du dich entschließen, ihn zu leveln, das muss intravenös geschehen. Definitiv, liebe Grit,
das muss intravenös. Also wenn wir dieses kleine Kind schon schrecklich fanden, ja? Da ist Gaston noch schlimmer, glaube ich. Aber solange wir ihn beschäftigt halten, lässt er Bell in Ruhe und das ist gut. Sonst wird er Biestfutter. So, haben wir das ganze Zeug zu Hause? Weiß das jemand? Doch. Die Einzige, die es wissen kann, ist Manu, ne? Aber diese Höhle ist ja auch so geil, ne? Da müssen wir auch nochmal rein. Da sind noch Wege gewesen, die wir nicht gegangen sind. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, ab nach Hause. Bup, 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 bup. Guck mal, da ist Dagobert, der Halsabschneider. Leih mir die Bratpfanne von Rapunzel. Ja, die nehme ich auch. Ach, er hat schon wieder so ein Spielebrett über den Kopf. Nochmal in die Mine, in die Höhle? Ah, wir können ja nochmal reingehen. So, wir brauchen, was war das jetzt? Hier von jedem ein, oder was? Nehmen wir alle mit. Obwohl, warte mal. Die glänzende müssen wir nicht, oder? 10. Wir nehmen nicht die glänzenden mit, wir nehmen die normalen mit. Und Jadestein. Jadestein habe ich hier hinten, glaube ich, reingeschmissen, oder? Haben wir den hier reingeschmissen? Ja, da ist er. Guck. Ah, habe ich. Jetzt müssen wir zum Halsabschneider. Dagobert, mein kleiner Halsabschneider. Da ist er schon. Guck dir das an, du. Hey, ich habe einen Job für dich. Einen schönen Tag noch. Diese Edelsteine sind großartig, Andrina. Mhm. Was bringt dich dazu, mich mit so einem wunderbaren Geschenk zu besuchen? Ich habe ein Angebot für dich. Ein Angebot? Ja, du kennst mich gut. Ich bin immer an neuen Angeboten interessiert. Ich hing mit Gaston ab. Gaston? Uff. Ich dachte, wir werden diesen Angeber los. Hat er immer noch mehr Muskeln als Verstand? Das ist auch eine Art, ihn zu beschreiben. Ja, das dachte ich mir schon. Was will Gaston eigentlich? Wir versuchen, seine Hütte zu reparieren. Ich habe es geschafft, einen Teil davon zu restaurieren, aber der Innenraum ist ziemlich leer. Könntest du mir helfen? Nun, da du mir ein so wertvolles Geschenk mitgebracht hast, kann ich dir wohl helfen, dich zu versorgen. Ich glaube, ich habe noch ein paar Möbel im Lager, die zu Gaston einzigartigen Geschmack passen. Super. Mit diesen Edelsteinen bekommst du die ganze Menge. Aber der Rest ist nicht umsonst. Schließlich habe ich ein Geschäft zu führen. Was würdest du dir für sie wünschen? Einen Anteil an den Gewinnen. 50% scheint gerecht zu sein. Wie wäre es mit 25%? Du bist eine harte Verhandlungspartnerin. Aber ich kann diese Bedingungen akzeptieren. Super. Aber wenn du versuchst, die gleiche Hütte wiederherzustellen, an die ich mich erinnere, möglicherweise brauchst du mehr als nur Möbel, um sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Das ist wahr. Von außen fällt sie immer noch auseinander. Keine Angst, du solltest in der Lage sein, die Materialien zu sammeln, die du für die Renovierung brauchst. Auf der Insel solltest du Glas der Oase, Tropenholz und Kupfer finden, um die Hütte in Ordnung zu bringen. Hier hast du außerdem einen gastonischen Stuhl und eine Kiste mit Möbeln. Als wenn ich die Dinge brauche. Okay, Glas aus der Oase.
Nein, ich meinte, was ich wissen musste, ob wir diese Steine haben. Ja, da wusste ich, ob wir die, dass wir haben. Aber die anderen wusste ich halt nicht. So. Lass uns das mal schnell mal wegräumen hier. Nein, du natürlich nicht. Du kommst weg und... Okay. So, so sind das sind übrigens die gesammelten Werke, die wir mit der Sanduhr gefunden haben. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Doch, die Flasche. Also das ist so alles im Großen und Ganzen, was wir mit den Dings gefunden haben. Hier haben wir zum Beispiel diese Leuchtesterne. Naja. So. Sand kommt hier rein und Kohle kommt hier rein. So, und dann wären wir hier mal bei den Pflanzen. Ah, die waren schon, da haben wir. Von den schwarzen haben wir jetzt 8 Stück. Kupfer. 15 Kupfer. Locker. Tropenholz 15. So. Und diese Steine. Davon haben wir auch. Guck mal hier. 14, ein aufteilen. So, bringen die Materialien um die Möbel und die Möbelkiste zu Gaston. Wo ist er? War ich da schon mal? Augenscheinlich. Gaston, Gaston. Wo ist er denn hinne? Der Junge riecht mich echt auf, ne? Da. Aussichtspunkt. Oh, ist der Junge fertig. Steht der hinter meinem Haus? Ich sammle immer die Leuchteblumen, die sehen auf meinem Blumenmeer sehr schön aus. Okay.